Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Wissensvideo für die Wirtschaftsakademie Wien. Beantworte ich einmal im Monat Fragen von Studenten per Videobotschaft. Jetzt hier eine Frage aus dem Kurs Video Marketing. Und ja, hier wird die Frage danach gestellt, wie gehe ich mit einem Video-Fail um? Szenario, was hier in dem Post skizziert wurde, ist: eines eurer Videos erreicht große Popularität, jedoch bekommt ihr absolut kein gutes Feedback dazu. Es wird sich eher darüber lustig gemacht. Ja, wie geht ihr vor? Das Video einfach löschen, die Kritik kommentieren, einfach ignorieren. Was macht man in einem solchen Fall? So, und unter diesem Post waren etliche Antworten zu finden. Auf keinen Fall löschen, würde ich in jedem Fall auch unterschreiben. Auf keinen Fall löschen. Kommentieren, nicht ignorieren. Ja, 100%, okay. Was mir da ein bisschen gefehlt hat, warum ich das jetzt hier aufgegriffen habe, ist lernen. Das musste ich auch lernen beim Aufbau unterschiedlicher Videokanäle, dass man als Unternehmer oder dass viele Personen in Unternehmen, die ja sich Marketeers schimpfen und letztendlich dafür bezahlt werden, Marketing zu machen, wenn was in eine ganz unerwartete, unerfreuliche Richtung läuft, so ein bisschen Panik kriegen und dazu tendieren, das aus dem Netz zu nehmen und neu zu machen. Ja, in der Fernsehwerbung ist das ein ganz bekanntes Phänomen. Ich kenne Unternehmen, die machen eine Fernsehwerbung, schauen sich den Abverkauf an und wenn der nicht gut ist, nehmen die raus und machen was anderes, einen anderen Werbefilm. Im Social-Media-Umfeld, das Internet vergisst nicht, ist das in der Regel eine schlechte Idee. Und wenn so ein Fall vorkommt und die Leute machen sich darüber lustig oder kritisieren etc. pp., kann im Normalfall ein Unternehmen unheimlich viel lernen. Denn letztendlich ist es im Marketing ja so, Philipp Kotler hat das vor 40 Jahren schon in seiner Marketingbibel geschrieben, the product comes first. Und offenbar ist ja dann an dem Image des Unternehmens oder am Produkt, welches das Unternehmen hier feilbietet, irgendwas nicht ganz rund. Und in der Situation von den Konsumenten, also von den Leuten, die sich vom Grundsatz her ja dafür interessieren, sonst hätten die das Video ja nicht angesehen, zu lernen, wo es klemmt, was lustig ist, was vielleicht nicht lustig sein sollte, etc. pp., das kann eine richtige Waffe sein. Und viele Unternehmen haben das nicht wirklich verstanden. Ich würde in so einem konkreten Fall auch wirklich sehr aktiv mit der Community in den Dialog gehen und versuchen herauszukitzeln, was denn an meinem Produkt verbessert werden muss oder an meiner Dienstleistung, damit ich hier keine Kritik ernte, sondern eben Lob. Und ich würde dann tatsächlich hingehen und gegebenenfalls das Video nach einer längeren Karenzzeit rausnehmen. Das ist das Vorgehen, was ich präferieren würde. Und ja, aber letztendlich würde ich das auch nicht pauschalisieren. Es kommt hier auch wieder jeweils auf den Einzelfall an. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video.